Während sich die Corona-Abstrichzentren im Land größte öffentliche Aufmerksamkeit erfreuen, stehen die Labore, die die verantwortungsvolle und wesentliche Aufgabe der Analyse übernehmen, bisher im Hintergrund. Deshalb haben wir von TV Schwerin uns im Labor MVZ Westmecklenburg in Schwerin einmal genauer umgesehen. Das MVZ, das über 130 Fachkräfte verfügt, feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Dort werden täglich bis zu 2000 Corona-Abstriche ausgewertet. Die Tests kommen nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland, wenn andere Labore keine Kapazitäten mehr frei haben. Wie genau aber läuft die Auswertung eigentlich ab? Bei uns kommen die ersten Proben morgens gegen 6 Uhr mit den Kurierfahrern hier vor Ort an. Die Proben werden erfasst, das heißt, die Patientendaten werden aufgenommen, die Untersuchungsanforderung wird aufgenommen und dann werden die Proben hier im Probeneingangslabor entgegengenommen, ausgepackt, hier für die PCR vorbereitet und gelangen dann hier in diesen Bereich der molekularen Erregerdiagnostik hinein. Und es findet grundsätzlich immer in diesem Workflow, in diesem Prozess eine Nukleinsäureextraktion statt. Und an diese Nukleinsäureextraktion, also dieser Isolierung, schließt sich dann eine Polymerase-Kettenreaktion, diese PCR, an. Und mittels dieser Polymerase-Kettenreaktion lässt sich also dann unter anderem dieses Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen. Die Proben werden laut Dr. Neumann sowohl von einem vollautomatischen PCR-Analysegerät bearbeitet, als auch parallel von rund 20 Mitarbeiterinnen per Hand ausgewertet. Damit die Befunde möglichst noch am gleichen Tag ermittelt werden, arbeiten diese fast rund um die Uhr. In der vergangenen Woche lag die Quote der positiven Tests bei 15%. Aufgrund des hochinfiziösen Materials, mit dem das Laborpersonal täglich konfrontiert ist, appelliert die Geschäftsführung des MVZ an die Politik, die Mitarbeiter dort für die Impfung zu priorisieren. Ab dieser Woche startet das Labor im Rahmen einer deutschlandweiten Aktion auch die gezielte Suche nach 3 der bisher bekannten Mutationen. Neben der kompletten Sequenzierung des Coronavirus-Genoms, was das Bundesministerium für Gesundheit ja ausgerufen hat, diese Studie, werden wir hier diese Woche in diesem Labor zusammen mit deutschlandweit anderen Laboren gezielte Mutationsuntersuchungen am Coronavirus SARS-CoV-2 durchführen. Das heißt, neben der kompletten Sequenzierung des Genoms beschränken wir uns hier auf die gezielte Untersuchung der bekannten Mutation aus UK, also aus Großbritannien, und der Mutationsvariante aus Südafrika und Brasilien. Alle positiv ermittelten Tests der vierten Kalenderwoche, also bis zu 800 Proben, werden laut Dr. Neumann innerhalb der nächsten 7 bis 10 Tage ausgewertet und dann an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Erstmals wird es auch verlässliche Aussagen über die Verteilung der Mutationen in Mecklenburg-Vorpommern geben. Auch aufgrund der Mutation sieht die Geschäftsleitung des Labors die jetzige Debatte der Politik über mögliche Lockerungen in naher Zukunft sehr kritisch. Sie befürchtet, eine dritte oder auch vierte Welle sollten die Corona-Schutzmaßnahmen zu früh aufgehoben werden.